Hey, ich bin Anna und willkommen auf meinem Kanal. Ihr hört es vielleicht schon, ich bin schon wieder krank. Und da ich sonst kein Video für euch hatte, dachte ich, nehme ich euch einfach so ein bisschen mit über den Tag. Keine Ahnung, wie das schon wieder passieren konnte, dass ich krank bin. Ich war vorgestern arbeiten und wir waren den ganzen Tag richtig, richtig kalt auf Arbeit. Also ich habe ununterbrochen gefroren und hatte seit morgen, seit ich aufgestanden bin, auch schon Halsschmerzen. Und dann bin ich gestern Morgen, beziehungsweise gestern Nacht, um kurz nach 3 einfach wach geworden, weil ich Schüttelfrost hatte. Mega geil. Und genau, lag dann 1,5 Stunden mit Schüttelfrost im Bett. Hab dann einen Corona-Test gemacht, der war negativ. Dann habe ich ungefähr nochmal 20, 30 Minuten geschlafen. Bin dann wieder aufgewacht und habe Fieber gekriegt. Richtig cool. Die Halsschmerzen gehen nicht weg. Ich habe auch so, Achtung, eklig, übelst viel Schleim im Hals und auch in der Nase, was man wahrscheinlich auch hört. Ist jetzt vielleicht nicht so mega die beste Idee, jetzt einen Vlog zu drehen und den ganzen Tag mit euch zu reden. Die Arzthelferin gestern meinte, dass sich das so anhört, als würde das noch Corona werden, weil meine Tests bisher alle negativ waren. Aber dass man dann bis zu 5 Tagen dauern kann, bis so ein Test halt eben positiv wird. Deswegen gehe ich mich jetzt jeden Tag testen. Das werden wir nachher auch zusammen machen. Kurz zum Testzentrum laufen und mich testen lassen. Einfach um auszuschließen, dass es Corona ist. Das kam wirklich von einem Tag auf den anderen. Mir ging es die ganze Zeit gut. Und ja, Dienstag bin ich aufgewacht, Halsschmerzen und so. Das kann Corona sein, mal gucken. Ich hoffe es natürlich nicht. Mir geht es auf jeden Fall schon ein bisschen besser als gestern. Also immer noch nicht gut. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich bin gestern aufgewacht, hatte erst Schüttelfrost, dann Fieber, musste dann zum Testzentrum. Auf dem Weg zurück, Leute, Alter, es war so schlimm. Ich war einfach so fertig. Ich bin nach Hause getaumelt, weil ich nicht mehr gerade auslaufen konnte, weil ich so müde war. Zwischendurch haben meine Beine, ich wollte laufen und meine Beine einfach so, nö, wir bleiben jetzt einfach kurz stehen. Dann habe ich die ganze Zeit auf dem Weg, musste ich anfangen zu lachen, weil ich das so surreal fand, dass meine Beine einfach aufhören zu laufen, ich nicht mal gerade auslaufen kann, weil mein Körper einfach so müde ist. Ich dachte mir so, hä, das kann doch jetzt nicht sein. Und ich habe einfach für den Weg von 7 Minuten ungefähr 20 gebraucht. So langsam bin ich gelaufen. Ich kam gestern hier zu Hause an, ich war tot. Ich konnte gar nichts mehr. Ich habe mich hingelegt. Ich war so tot. Also es war wirklich krass gestern. Heute versuche ich ein bisschen was Produktives zu machen, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr zu Hause seid und ihr habt theoretisch die Zeit, was zu machen, dann fuckt es einfach. Also zum Beispiel da hinten liegen halt noch so ein paar Klamotten und ich wollte die gestern die ganze Zeit wegräumen, weil ich sie den ganzen Tag gesehen habe und sie haben mich richtig genervt, aber ich war einfach zu fertig, das halt zu machen. Ich habe gestern noch abgewaschen. Das war das Einzige, was ich gemacht habe. Aber heute versuche ich ein bisschen produktiver zu sein. Ich will es jetzt nicht direkt übertreiben, weil es geht mir halt immer noch nicht gut. Aber so ein bisschen was kann man schon machen. Vor allem, es ist einfach so krass. Ich bin gestern gegen 23 Uhr ungefähr schlafen gegangen. Und ich bin heute Morgen um Punkt 11 Uhr aufgewacht. Das heißt, ich habe einfach 12 Stunden geschlafen. Ich komme gar nicht darauf klar. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich heute Nacht irgendwie aufgewacht bin oder so. Also bestimmt, aber ich kann mich einfach nicht daran erinnern. Es tat auch richtig, richtig gut. Also ich habe das auf jeden Fall gebraucht. Genau, ich werde jetzt erstmal hier so ein bisschen... Ne, ich werde mir jetzt erstmal einen Tee machen. Wir gehen jetzt erstmal einen Tee machen. Okay, kurze Planänderung. Ich nehme erstmal eine Schmerztablette, weil diese Kopfschmerzen drehen mich um. Hier habe ich übrigens gestern, oh, da bin ich, habe ich gestern abgewaschen, meine Stimme ist schon wieder weg, meine Teetasse von gestern, die werde ich kurz abwaschen, dann mache ich mir einen Tee und in der Zeit räume ich das mal eben kurz weg. Ich will nachher noch Zitronenmuffins backen, weil ich richtig Bock habe auf Zitronenmuffins und ich habe einfach seit gestern gar keinen Appetit, also ich habe gestern irgendwie so 2 Eis oder so gegessen und ein paar Cherry-Tomaten, einfach weil ich keinen Bock hatte, irgendwas zu essen. So, der Abwasch ist weg. Ich habe meinen Tee gerade schon gemacht, der ist auch gleich fertig. Dann habe ich hier erstmal die ganzen Flaschen ausgepackt, weil mich das immer so nervt, wenn das ganze Plastik da noch drum ist. Und ich habe gerade mal meinen
Glas. Also ich habe das hier in meinem geheimen Raum, den ihr noch nie gesehen habt. Da ist mein Glasdings. Und genau, das habe ich jetzt einmal in eine Tüte gepackt, dass ich das die Tage dann mal wegbringe, weil ihr habt gesehen, es hat da schon gar nicht mehr reingepasst. Und ich vergesse das halt immer, wenn es halt hinter einer verschlossenen Tür ist, da sieht man es ja nicht. Deswegen, genau, das bringe ich dann weg, aber ich glaube nicht heute, weil dafür fühle ich mich, glaube ich, noch zu schwach. Und jetzt kann ich erstmal meinen Tee trinken und dann, denke ich mal, mein Schlafzimmer aufräumen. Ich habe meinen Tee ausgetrunken. Und mir ist gerade noch was eingefallen. Und zwar habe ich letztens unter irgendeinem von meinen Videos einen Kommentar gekriegt, ob ich eine Selbstbräuner-Routine machen kann. Und das Ding ist, dass es halt keine richtige Routine gibt. Also wenn mich jetzt wie heute, also ich habe meinen Selbstbräuner gestern abgemacht und wollte den halt später dann neu machen. Und davor gehe ich halt immer duschen und rasiere mich komplett, also meine Beine und halt da, wo man sich noch so rasiert. Und dann creme ich mich ein, weil ich irgendwann mal gelesen habe, dass man sich vorher auf jeden Fall eincremen soll, damit die Haut erstens vom Rasieren her nicht mehr so gereizt ist und auch ein bisschen geschmeidiger, dass es besser hält. Das solltet ihr aber wirklich gut einziehen lassen, also so, dass die Creme dann halt eingezogen ist. Ich mache kein Peeling vorher. Ich habe das mal probiert, aber die Peelings, die ich bisher ausgetestet habe, fand ich alle blöd. Deswegen, ich will nicht sagen, ich habe kein Peeling nötig, aber bei mir, finde ich, sieht es jetzt nicht schlecht aus oder so, mit oder ohne Peeling. Also ich mache halt kein Peeling auf jeden Fall. Und genau, dann, also ich kann euch das ja nochmal zeigen. Ich benutze immer noch den Selbstbräuner hier von Garnier. Den benutze ich jetzt schon seit 2 Jahren, glaube ich. Boah, das ist schon echt lange. Und genau, also mit dem bin ich echt zufrieden. Manche sagen, der ist ein bisschen zu orange. Orange, keine Ahnung. Aber ich mag den Farbton eigentlich echt gerne. Wenn man, also manchmal mache ich nochmal Selbstbräuner über meinen Selbstbräuner. Wenn ich zum Beispiel irgendwo nochmal spontan hin muss und der ist an manchen Stellen nicht mehr so perfekt, dann ist er tatsächlich ein bisschen orange, wenn man quasi 2 Lagen drauf hat. Aber ich finde es eigentlich immer ganz okay. Deswegen, ich nehme den. Und dann habe ich mir bei Amazon ein Set bestellt. Da war hier einmal so ein Gürtel drin, ein Mini-Handschuh und ein großer Handschuh. Den kann ich da eigentlich liegen lassen, den brauche ich eh nachher. Genau, weil mein Handschuh war schon komplett auseinandergeflattert und hat seinen Job nicht mehr richtig gemacht. Deswegen habe ich mir ein neues Set bestellt. Mit dem bin ich richtig, richtig zufrieden. Also der kleine Handschuh soll halt für so Stellen sein wie Hand, Knochen, Gesicht, Ellbogen, also alles da, wo halt so extrem, also der Selbstbräuner halt viel extremer wird, dadurch, dass die Haut da ja so dünn und rau ist und so. Den benutze ich aber eigentlich nicht bisher. Also ich habe den letzte Woche einmal benutzt, um eine Stelle auszubessern, die halt nicht so perfekt geworden ist, weil dafür ist es ganz gut, weil der halt nur so klein ist. Ansonsten benutze ich halt den Handschuh. Mit dem Rücken muss ich mal gucken, dass ich das noch ein bisschen besser hinkriege. Aber es hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen was geholfen zu sonst. Ist natürlich einfacher, wenn das eine andere Person bei euch macht. Aber genau. Und dann fange ich einfach an. Ich fange meistens bei meinem linken Arm an und mache dann mein Dekolleté und mein Gesicht und mache dann den anderen Arm. Dann kommt mein Bauch und dann mache ich eigentlich meine Beine. Und dann stehe ich immer erstmal so eine halbe Stunde wie so ein Seestern in meinem Zimmer, dass es erstmal einziehen kann. Dann ziehe ich mir meistens Unterwäsche an, weil ich nicht will, dass das durch die Klamotten irgendwie so verrutscht oder so. Und meistens so nach 2 Stunden ziehe ich dann was Richtiges an. Also irgendwas, was jetzt nicht so mega locker sitzt, aber auch nicht zu eng, dass der Selbstbräuner irgendwie fleckig werden könnte oder so. Und nach 4 Stunden fühle ich mich immer relativ safe. Also nach 4 Stunden würde ich auch rausgehen, aber ihr solltet darauf achten, dass ihr dann, also bei mir ist es eigentlich immer so, dass ich an dem Tag dann halt vermeide, irgendwie stark zu schwitzen oder so oder irgendwas Krasses noch zu machen. Und dann je nachdem, wie oft ihr duschen geht, also jedes Mal, wenn ihr duschen geht, geht natürlich Selbstbräuner ab. Und auch durchs Händewaschen und so, wenn ihr schwitzt. Also die Stellen, wo man es als erstes sieht, wenn der Selbstbräuner ab ist, ist das Gesicht, wenn man sich abgeschminkt hat.
sind die Hände durch ständige Händewaschen und eure Achseln, weil ihr da die ganze Zeit schwitzt. Das sind so die Stellen, wo der Selbstbräuner als erstes abgeht und da auch viel fleckig wird. Und halt die Oberarme oder generell die Handgelenke und so, das sind so die Stellen, wo es als erstes fleckig werden könnte. Das könntet ihr aber noch ausbessern oder ihr macht es halt ab. Ich mache meinen Selbstbräuner, wenn ich will, dass er dann auch richtig, richtig ab ist, wenn es zum Beispiel richtig schlimm aussieht, so wie gestern. Keine Ahnung, was da los war. Dann habe ich so einen Waschlappen, den mache ich einfach ein bisschen nass und dann schrubbe ich so vorsichtig über meine Haut und mache den halt ab. Ich habe auch mal gesehen, dass es so Selbstbräuner-Entferner gibt, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Und dann mache ich meistens am nächsten Tag dann wieder Selbstbräuner drauf. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht, aber ja, weil gefragt wurde, wollte ich das mal kurz mit reinnehmen. Ist jetzt nicht für jeden mega spannend, aber mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Also falls ihr noch Fragen habt oder so, könnt ihr mich auch auf Instagram anschreiben, dann kann ich dazu nochmal irgendwas sagen, aber das ist eigentlich so, ja, das, wie ich so meinen Selbstbräuner auftrage. Weil es beim Feiern gehen ja nicht reicht, ein Feuer zu haben, habe ich einfach drei. Ich habe einfach noch ein Haar von Sarah da drin. Geil. Schule für die Ausbildung noch was hinschicken, damit ich die Schulbescheinigung kriege. Und eigentlich musste ich Passbilder machen, weil ich eh einen neuen Ausweis brauchte. Aber da ich jetzt krank bin und den neuen Termin für meinen Ausweis erst in 4 Wochen habe und keine Passbilder habe, habe ich hier gerade noch ein Passbild gefunden, was wir damals gemacht haben. Das sieht halt nicht mal katastrophal aus. Ist jetzt nicht geil, also ich würde es jetzt nicht für meinen Ausweis nehmen, ich kann es euch mal zeigen. Aber ich finde für einen Schülerausweis bei der Schule finde ich das absolut okay. Ist jetzt nicht bombastisch, aber also es gibt Passbilder, die hätten wesentlich schlimmer aussehen können. Ich habe da zwar braune Haare, aber es ist ja eigentlich auch scheißegal, welche Haarfarbe du hast, so oft wie man die ändern kann. Deswegen mache ich den Brief fertig und die Krankschreibung für die Arbeit ist auch angekommen. Die mache ich jetzt auch fertig, dann bringe ich die nachher oder morgen noch zur Post. Je nachdem, ob ich heute nochmal rausgehe. Ich glaube irgendwie nicht. Vielleicht war es nicht so eine gute Idee, das heute alles zu machen, weil ich bin gerade richtig, richtig müde und fertig. Aber ich habe es jetzt schon gemacht, deswegen ist es jetzt auch egal. Das Testergebnis kam gerade. Ich bin immer noch negativ. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so, Alter. Muss mich jetzt trotzdem noch jeden Tag testen gehen. Weil es ja innerhalb dieser 5 Tage kommen kann. Aber solange es negativ ist, bin ich erstmal noch froh. Oh, 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 oh
war es jetzt mit meinem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe gerade noch meine Haare gewaschen, weil die echt richtig schlimm aussahen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob die so viel besser aussehen. Ich habe auf jeden Fall vorhin noch die Muffins dekoriert, wie ihr gesehen habt. Ich habe auch schon einen probiert, schmecken sehr gut. Gucke jetzt noch Jeremy's Next Topmodel und gehe dann auch schlafen. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt noch schaffe, das zu Ende zu gucken, weil ich echt, echt müde bin. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das auf jeden Fall. Link ist in der Infobox. Und genau, ich würde mich freuen, wenn ihr mich hier auch abonnieren würdet und vielleicht bei meinen anderen Videos noch vorbeischaut. Und dann würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder am Start bist. Und bis dann!